Herzlich willkommen zum 24. Spieltag aus Liga 4B. Heute treffen Galacticos 05 auf White Sharks. Und da muss man direkt mal ganz kurz dazu erzählen, die Galacticos 05 spielen heute nur mit 8 Männern anstatt mit 11. Das haben wir nämlich den guten Janosch, Smarky, Ozzy, Paddy, Sky, Joshua, Domi und Barisch. Und bei White Sharks gibt es 11. Und zwar den Ska, Karim, den Sipan oder auch den Neymar Marokko 11. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie dieses Spiel laufen wird. Beide Mannschaften sind auf gleicher Höhe. Daher könnte es hier sehr, sehr spannend werden. Und wir sehen schon, Galacticos 05 wollen hier direkt einmal nach vorne kommen. Aber die White Sharks lassen das zunächst nicht zu. Und schauen auch, dass sie hier den Ball langsam fortbekommen. Da spielt man allerdings so ein klein wenig mit Galacticos 05. Und man sollte sich überlegen, ob es das wert ist. Jetzt aber erstmal ist der Ball wieder bei den Herren in Weiß. Die spielen so ein bisschen mit Galacticos 05. Versuchen, ihn ein bisschen rauszulocken. Und genau das ist der Fehler! Das ist der Fehler und Barisch hatte die gute Chance hier. Aber es gibt zumindest Ecke. Und die kommt gar nicht mal so schlecht rein. Paddy hier mit dem Kopfball. Und dann bekommt am Ende der gute Ska hier den Ball weit. Geht dieser über das Feld. Und jetzt haben die White Sharks hier den Ball. Resgado, Karim Kiko bekommt den Ball. Und spielen den Ball weiter nach vorne. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, was hier White Sharks machen. Aber Sky jetzt zu Domi und der kommt zu Josh. Und dann ist der Ball dann doch wieder weg. Ehe man sich den Ball wiederholt. Also es ist ein kleines Hin und Her hier in den ersten 15 Minuten. Die White Sharks versuchen hier die Galacticos ein bisschen auszutricksen. Jetzt kommen sie nach vorne. Die Frage ist, geht dieses Konzept auf? Oh, oh, und es gibt hier, wenn ich das nicht falsch gesehen habe, einen Elfmeter. Und ja, den gibt es. Magic Bros darf hier schießen. Das ist sehr, sehr bitter, wenn er jetzt reingeht. Den muss Janosch halten. Geht er rein? Oder geht er drüber? Nein, er geht drüber, ganz einfach. Und Janosch muss zuschauen, wie dieser Ball ins Tor zappelt. Da sehen wir es doch mal. Er schaut da einfach nur zu. Er nimmt sich nicht mal die Mühe, um das Ding zu halten. Jung, an den Meter, den muss man halten. Den hättest du halten können, aber du stehst da wie ein Zinssoldat. Das ist ja unfassbar, ey. Also, das ist nicht normal. Sorry, lernt man das im Training nicht? Muss ich mal jetzt so ganz bescheiden nachfragen. Lernt man das bei euch nicht? Lieber Galacticos, ich glaube schon. Aber wenn man dann da so steht wie ein Zinssoldat, ja, dann darf man sich da über dieses Tor nicht wundern. Egal. 20. Minute 0:1 aus der Sicht von Galacticos oder 1:0 aus der Sicht von den White Sharks, die hier weiterhin versuchen werden, nach vorne zu kommen. Die Elfmeter tut ihnen natürlich jetzt gut. Aber die Galacticos, die geben hier mit Sicherheit nicht auf. Verlieren aber jetzt den Ball hier an den Neymar. Und dann kommt da Janosch. Und direkt nochmal zu Smarky. Josh zu Ozzy, wieder zu Josh. Und dann ist der Ball dann auch wieder futsch. Ich weiß nicht, ob es unbedingt so ein Vorteil ist, mit 8 Spielern zu spielen. Also die Galacticos haben sich da mit Sicherheit was bei gedacht. Oder es war Personalschwäche. Ich weiß es nicht. Aber 8 Spieler, naja, es gibt zu bedenken, aber das ist egal. Sie spielen ja trotz allem, dass 3 Spieler fehlen, hier wirklich super Fußball. Und das sehe ich gerne. Das sehe ich gerne aus der Liga 4B. Und das ist jetzt Sky. Sky zu Domi. Ah, der war ein bisschen zu weit. Die White Sharks hier am Ball. Super Kopfball. Aber jetzt ist der Ball weg. Paddy hat ihn sich geholt. Jetzt zu Domi. Das ist
Der gute Freier war ein Smark, auch genannt Smarky. Und jetzt sind die White Sharks ganz kurz wieder am Ball. Jetzt sind sie dann auch endgültig wieder am Ball. Und sie tricksen hier ihre Gegner so ein bisschen aus. Kommen jetzt da vorne, aber Smarky ist dazwischen zu Domi. Und der dann zu Josh. Aber dann geht es leider nicht weiter. Das ist schade. Und wieder kann hier Domi dafür sorgen, dass der Ball nicht nach hinten kommt. Und das ist jetzt Barisch. Barisch, was macht der? Ach, schade. Hätte die Möglichkeit gehabt zu schießen, aber verliert den Ball hier. Und Ozzy sichert sich jetzt den Ball. Es ist ein Hin und Her. Also diese 1-0-Führung, lege ich mich fest, die steht noch nicht so 100%. Und Janosch konnte hier gerade eine super Parade zeigen. Aber was war das denn, bitteschön? Was war das denn, bitteschön? Geschenktes Tor von Janosch! Ein geschenktes Tor, ist das zweite geschenkte Tor von Janosch! So kannst du als Torwart doch nicht auf dem Feld spielen, Junge! Meine Güte! Meine Güte! Das regt selbst mich als Kommentator auf! Wirklich! Das ist grauenhaft! Bei Meter steht Janosch da wie ein Zinssoldat! Und beim zweiten Ding schenkt er das Ding einfach. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Ja, aber da zumindest beinahe das 1-2. Aber auch nur beinahe steht nach wie vor hier 2-0 für die White Sharks. Und das ist Paddy. Jetzt geht's langsam nach vorne. Das ist Barisch. Und dieser Keeper ist unfassbar von den White Sharks. Aber jetzt die Chance. Barisch dreht sich um und schießt. Jawohl! Jawohl! Barisch verkürzt auf 1-2. Nach wie vor sind zwar die White Sharks hier in Führung, aber das tut gut. Und Barisch will direkt weiter nach vorne kommen. Wird hier allerdings zu Fall gebracht. Und die White Sharks sorgen dafür, dass der Ball hier erst einmal aus dem 16-Meter-Raum bleibt. Und ich brauche definitiv mal was zu trinken. Ja, die erste Hälfte ist um und ja, was kann man sagen? Ich bin überrascht, aber nicht im positiven Sinne, sondern im negativen Sinne von Galacticus 05, Keeper Janosch. Was war da los? Man hätte die beiden Tore verhindern können. Das erste Tor hätte man locker halten können, dieser Elfmeter. Das war jetzt auch nicht unbedingt der beste Elfmeter. Da gab es schon bessere im Fußball, die ich gesehen habe. Und dann das zweite Ding, einfach mal ein Fehlpass und dann dieses Tor quasi auf dem Silbertablett servieren. Sorry, das geht als Keeper gar nicht, ja. Das bringst du zwei, dreimal im Spiel, ja. Dann kommt ein weiteres Spiel, da bringst du es auch und dann bist du raus aus dem Team. Also ich hoffe, dass das nur ja, mit ganz viel Absicht nur heute passiert. Und ja, ansonsten, wie gesagt, das eine Tor kurz vor der Pause von Barisch, das hat natürlich gut getan. Aber die Galacticos müssen jetzt mehr machen, denn die White Sharks wollen weiterhin nach vorne kommen. Aber wem sage ich das? Das wissen sie genauso gut. Und die tricksen ja weiterhin so ein bisschen. Ja, der hohe Ball. Und der Keeper gerade noch da, Janosch. Aber da muss er ins Tor und dann steht er zum Glück auch noch da. Und es ist dann auch noch abseits. Also das ist Glück gewesen. Denn Janosch ist rausgelaufen und das hätte wirklich zum Tor werden können. Also ich kann da, wenn es um Janosch geht, wirklich nur den Kopf schütteln. Und was können jetzt hier die Galacticos zeigen? Kommen die eventuell hier zum Ausgleich? Das ist die große Frage. Oder können die White Sharks hier noch einen drauflegen? Zum 3-1. Bisher sieht das eher danach aus, als ob Galacticos hier antworten wird. Und ja, mit dem ganzen Kuddelmuddel gibt es dann hier Abstoß. Ska darf hier den Ball weit wegschießen und tut das dementsprechend auch. Ja, und
ich sag's jetzt besser nicht, was ich im Kopf hatte. Das sah ein bisschen komisch aus gerade. Auf jeden Fall zwei Spieler waren auf dem Rasen gewesen, unschön gelandet. Oh, das ist hier die Antwort. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Ja, aus diesem Winkel ist zu versuchen, das ist halt eben schon so eine Sache. Hat aber auch schon mal funktioniert. Und Galacticus 05 versuchen direkt hier weiter nach vorne zu kommen. Paddy lässt hier direkt den Ball weiterlaufen. Und jetzt gibt es hier einen Wurf. Vielleicht wird es ja was. Uiuiui, das Ding war aber zu hoch. Das Ding war zu hoch, lieber Sky. Ja, es gibt auch Buhrufe hier für... Ich laufe mal nicht für die eigenen Spieler, sondern für White Sharks. Das ist jetzt Paddy. Und der Ball wieder futsch bei den White Sharks. Aber man sichert sich wieder den Ball. Und etwas weniger als eine halbe Stunde ist noch hier zu spielen im Stadion. Die Frage ist, können die Galacticos hier zum 2-2 nach vorne kommen? Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, was sie jetzt hier machen. Die zweite Hälfte geht deutlich besser voran hier für die Galacticos. Und die Chancen sind auf jeden Fall da, hier ein 2-2 zu machen. Jetzt aber erstmal gibt es Ecke. Kommt die gut rein, ist die Frage. Ja, das ist Paddy mit dem Kopfball. Und dann, glaube ich, war es Barisch. Jetzt Paddy Barisch. Paddy Barisch! Super! 2-2 Ausgleich! Alles wieder ausgeglichen hier! Das ist doch hervorragend! Das ist wunderbar! Da zappelt das Ding ins Netz. Und das ist hier der Doppelpack. Wunderbares Tor. Und jetzt ist die Frage, was geht noch? Das geht beispielsweise noch! Die White Sharks hauen das Ding ja zum 3-2 rein. Einfach mal so reingeschossen und das Ding sitzt. Es ist unfassbar. Wir schauen uns das ganze Ding nochmal an. Ah, da wollte Janosch das Ding noch kriegen, aber das hat dann nicht mehr funktioniert. 3-2 also jetzt hier die Führung. Ein sehr, sehr knappes und spannendes Spiel bis zur letzten Sekunde. Die Frage ist, können die Galacticos hier jetzt eventuell noch das 3-3 machen? Ich meine, einen Punkt, das ist völlig in Ordnung für diese Partie, bin ich ehrlich. Sehr ausgeglichen, beide auf gleichem Niveau, auf gleicher Höhe, so wie ich es ja Anfang der Partie schon gesagt habe. Und trotz allem, dass hier Galacticos nur mit 8 statt mit 11 Spielern hier zu Werk sind, ist das wirklich hervorragendes Fußball. Okay, mit Ausnahme, dass der Keeper absolut heute nicht bei der Sache war. Aber ich denke mal, das wird man ihm nach dem Spiel auch definitiv noch sagen. Und lange ist hier nicht mehr zu spielen. Mal gucken, wer sich hier noch die Chancen nimmt und auch dementsprechend nutzt. Ja, jetzt geht's hier zu Janosch, der schießt den Ball weit. Aber jetzt die White Sharks hier am Ball. Wir sehen den Ballbesitz 52-48%. Ja, aber so ein Ballbesitz, der hat halt eben nicht sonderlich viel zu bedeuten, wenn das Ergebnis anders aussieht. So, das ist jetzt Domi. Smarky ist das. Ah, aber das klappt nicht so ganz, wie sie sich das vorgestellt haben. Magic Bros kommt hier jetzt nach vorne, wird aber dann aufgehalten und das ist Smarky und Ozzy. Josh kommt gut nach vorne, lässt sich hier nicht aufhalten. Dann geht der Ball aber allerdings über die Linie. Aber ein hoffentlich guter Einwurf kommt hier. Barisch zu Janosch wieder. Und dann ist der Ball futsch. Gleich sind es noch 5 Minuten und ich denke mal, wir bekommen 3 Minuten Nachspielzeit hier noch drauf.
Oder zwei. Ich gehe aber mal von 3 Minuten aus. Oh, gut gehalten hier. Von Janosch. Und lange ist es, wie gesagt, echt nicht mehr. Bro 87-19 darf jetzt einwerfen. Oh, und das ist ein langer Einwurf. Und das ist jetzt Magic's Bros, aber den Ball konnte sein Kollege ja nicht noch mitbekommen. Und jetzt muss man aus den letzten Minuten etwas machen. Ja, ah, der kommt gut, aber Sky bekommt den Ball leider nicht. Schade. Jetzt hier der Einwurf. Und der kommt gar nicht mal so schlecht. Josh, hoho. Das war gut. Okay, wir bekommen noch 2 Minuten. Und sorry, wenn ihr meine Wasserflasche hört. Aber eine Stimme gibt auch mal nach 90 Minuten ihr nach. Und das Spiel ist zu Ende. Ein sehr knappes Spiel, aber ein tolles Spiel dafür auch. White Sharks gewinnen hier 3-2. Ja, nochmal ein kleines Fazit, bevor wir hier aus der Partie gehen. Ein wirklich ausgeglichenes Spiel. Ich wusste es ja von Anfang an. Und ja, dementsprechend hat sich das hier auch so ergeben. Die Galacticos 05 haben wirklich gekämpft bis zum Ende. Sie haben wirklich ja die Zähne zusammengebissen und gehofft, dass da noch ein 3-3 eventuell rauskommt. Aber es hat nicht funktioniert. Ja, der beste Spieler natürlich von Galacticos 05, eindeutig Barich, ohne Zweifel. 2 Tore hier. Das hätte auch ein 2-2 werden können, aber der eine Ball war halt eben nicht mehr zu halten. Ja, Janosch, ich muss glaube ich nichts darüber sagen, das war halt eben nicht wirklich so toll. Ja, bei den White Sharks, ja, sind 3 Punkte aufs Konto gut geschrieben und ich bin gespannt, wie es weitergeht für die Galacticos. Bis zum nächsten Mal, tschüss.